Herzlich willkommen mal wieder zur Formel 1 News-Ausgabe. Endlich nach langer Zeit, ey, hat der Mal Tobi mich wieder mal. wie, also, wie, also. Nach langer Zeit, ich weiß nicht, wann war das letzte Wir Mal haben wieder überhaupt? Lust drauf. Also irgendwie hatten wir, keine Ahnung, die letzten Wochen einfach keine Lust gehabt. Ja, weil es so Hashtag. langweilig war, weil Vettel alles gewonnen hat und ja. Die letzten zwei Rennen gehen an, noch Austin und São Paulo. Nächste Woche ist Sao Paulo dran, ne? Schon. Na gut. Ja, und dann ist die Formel 1 noch beendet. Oh, schade. Kommen wir jetzt eigentlich zum Thema hier, und zwar um das Training und noch ein paar andere Fakten, weil ich noch das Also ein hinten paar dran. andere Fakten, ein paar andere Fakten. Paar Nebensächlichkeiten, ja, nicht von größter Bedeutung, aber egal. Wenn man sagen muss, Ja, bitte. Strecken für 2014 werden wahrscheinlich in Russland die Strecke, den Sochi, Mexiko steht vielleicht auf dem Plan. Also die Strecke, die auch in den 80ern und 90ern gefahren wurde. 70ern, keine Ahnung. Und dann noch New Jersey in den USA. Da wissen wir noch nicht, ob sie das da fertig haben. Aber ja, das wäre geil mit 22 Strecken. Das wäre ein geiler Rennkalender. Gut. Da schon neue Fahrer wieder. Ja, dieses Jetzt. Wochenende schon, oder beziehungsweise alte, bekannte Fahrer, denn ein gewisser Kimi Räikkönen wurde am Rücken operiert. Ja, da gibt es auch so einige paar Gerüchte, ja. Deswegen hat er auch in Abu Dhabi das Rennen gleich beendet. Klar. Und der Ersatzfahrer, in Anführungsstrichen, ist ein alter Bekannter, und zwar Heikki Kovalainen. Sein Landsmann und der ist im Training nicht schlecht gefahren. Aber dazu Training. kommen wir gleich. Heikki Kovalainen, ja, ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr bei Lotus fährt, glaube aber nicht. Aber Abwarten. der würde jetzt eine Generalprobe haben, würde ich sagen. Das ist eine Also, Generalprobe. wenn man hier auf Fahrer und Team 2014, bei Lotus steht noch keiner. Also könnte da vielleicht ein Romain Grosjean und ein Heikki Kovalainen stehen. Man weiß ja nicht. Eher unwahrscheinlich. Darum köppen sich doch momentan nur zwei Fahrer. Das Ja, ist Perez Nick wurde bei Ulk. McLaren rausgeschmissen. Zweite Information, ja. Und dafür kommt Kevin Magnussen, Däne. Was hat er gewonnen nochmal? Ich glaube eine Renault-Serie. Warte, ich kann es Nicht ja gleich sagen. GP2? Nein, GP2 glaube ich nicht. Ich gebe ihn mal ein bei Wikipedia. Währenddessen kannst du ja weitermachen. Ja, dann Pastor Maldonado wurde bei Williams rausgeschmissen. Und Felipe Massa wird nächstes Jahr für Williams an den Start gehen. Ja, hat Williams wieder ein Brasilianer nach Rubens Barrichello. Wird dann auch Felipe Massa in Williams fahren. Also mich freut es für Felipe Massa. Wird gucken, wie der mit dem Auto zurechtkommt. Also, kommen wir mal kurz zurück zu dem Kevin Magnussen. 2013 ist der Formel Renault Meister geworden, 3.5. Davor ist das auch schon mal gefahren mit Platz 7 und jetzt gibt er sein Debüt 2014 bei McLaren. Und der freut sich richtig, glaube ich. 2012 gewann er ein Rennen in Spa-Francorchamps in der Formel Renault-Serie. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, auf jeden Fall Wobei, dann halt Ferrari, Kimi Räikkönen geht zu Ferrari. ja, und 13 von 17 Rennen stand er auf dem Podium. Also letztes Und Jahr. ja, vielleicht gibt es denn auch Sauber gibt es denn vielleicht auch ein rein mexikanisches Team und dann nächstes Jahr am Mexiko kooperiert, das wäre richtig geil, so also mit Esteban Gutierrez und Sergio Perez bei Sauber. Würde mich eigentlich sehr freuen für die beiden. Dann sind die beiden Landsmänner an einem Team. Und ich glaube, der Perez wäre besser im Sauber als im McLaren. Abwarten, ob der Nico Hülkenberg zu Lotus rüberwechselt oder ob das Maldonado sich das Cockpit schnappt. Das steht auch noch zur Debatte, aber ich denke mal, dass die Teams sich jetzt nicht so wie letztes Jahr so lange Zeit lassen mit ihrer Fahrerentscheidung, denn nächstes Jahr ist ja alles anders. Ja, und dann haben wir noch einen, und zwar Daniel Kvyat, What? Russland. Der ist 19 Jahre und fährt nächstes Jahr für Toro Rosso. Ach ja, das war, ach die, oh Daniel Gottes Willen. Kvyat. 19 Jahre Russe. Alter, Das. 19 Jahre schon in Formel 1 aussitzen. Ja, warum nicht? Ich glaube, fährt es sogar mit
17 oder mit 18 ins Formel 1 Auto gestiegen. Bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, das waren immer so die News zum Anfang. Wenn wir das vergessen haben, dann lassen Sie es in den Kommentaren wissen. Aber die letzten beiden Rennen waren wirklich sehr spannend. Vielleicht sollten wir noch was zu dem neuen Toro Rosso Fahrer erzählen. Der gewann 2013 die GP3 Serie. Sollte man vielleicht mal erwähnen. Lass uns mal gucken, wer die GP2 gewonnen hat. Ich guck mal ganz schnell selber rein. Keine Ahnung. Die 3 Serie der GP2. GP2, wie sieht das gerade aus? Ich weiß nicht mal, wer da gerade fährt. Von daher. Ich stell gerade selber rein. GP2, Ergebnisse. Fabio Gesamtwerte. Leimer. Da James Calado. James Calado, der ist Testfahrer bei Force India. Wen gibt's denn noch hier? Sam Bird sagt mir was. Der ist Zweiter geworden. Esteban Gutierrez. Daniel Abt. Selbst Nico Hülkenberg ist da gefahren, okay. Lukas Di Grassi sagt mir auch was. Was? Esteban Gutierrez ist Dritter geworden damals, 2012 in der GP2-Serie. Was mit Luca Di Grassi? Der ist auch noch da gefahren. Nico Hülkenberg hat 2009 die GP2-Serie gewonnen. Ich guck gerade 2013 nach. Ja, der Leimer hat gewonnen. Fabio Leimer. Ey, das schweifen wir schon viel zu viel vom Thema ab. Ja. Ist doch egal. Nee, wir kommen mal gar nicht zum Training hier und zu deinem geliebten Tippspiel. Das wird wieder eine 30-Minuten-Aufnahme hier. Weiß ich? Stimmt. Ja gut, Terrence wurde der Dritter. Hier von der Karte wurde der Sechste, Alter. Der Punkte gesammelt hat. Der hat auch mal ein Rennen gewonnen. Man kriegt für ein Rennen 46 Punkte, was ist das denn? What? Ich dachte, wir sind mit unseren 30 Punkten in der Liga schon weit vorne, ey. Also ich sehe gerade, 46 Punkte ist die höchste Zahl, oder haben die irgendwelche anderen Regeln, die Affen? Guck mal, der eine Fahrer ist in ein Rennen dann auch ein Dritter gewonnen oder so und kein anderes ist immer die Punkte gefahren. Ja. So, kommen wir jetzt zum Training. Das hat Tobi wahrscheinlich gesehen. Nö. Gut, ich auch nicht, dass wir uns da schon mal einig. Ey, das erste Training war 16 Uhr live. Das zweite war 20 Uhr live, glaube ich. Ja. Zweite war 20 Uhr, ja. Ungefähr 4 Stunden her, aber egal. Das ist geil, wenn der Zeitverschiebung, weil das sind die Rennen abends. Also das Qualifying ist morgen so gegen 19 Uhr oder so. Auf RTL. ACTV zu sehen. Schlechtwerbung hier noch machen, ne. Gibt's aber nicht, ey. Ja. Dann würde ich sagen, let's do this USA Training. Erste Training ist mir wieder sowas von uninteressant, weil das ist sowas von nicht aussagekräftig, deswegen springen wir gleich zum zweiten Qualifying. Und Alonso hat gewonnen, ey. Bottas auf der 3. Wo ist ein Vettel? Ach Gott. Was? Guck mal, der Russe ist schon gefahren. Dieser Dani Quad. Oder wie der heißt. Ist das schon gefahren? Ja, hab ich schon gesehen. Oh, Rodolfo Gonzalez, Ben. Ja, guck, wo dein Guido steht, dann sind wir alle glücklich. Guido, du geile Sau. Geile Sau, du geile Sau, du geile Sau. Oh mein Gott, ey. Den, ey. Wir haben ihn da fahren lassen. Mark Webber und? Ich komme jetzt... Vettel auf der 18, ach so ist das. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Training, was aussagekräftiger wieder ist. Also, wer hat wohl gewonnen? Lass mir ran, warte. Hab's gleich, Ja, genau. Oh, finde ich cool. Guido auf der 20. Ein Tippspiel. Also, Vettel auf der 1, Webber auf der 2, Rosberg auf der 3 und Hamilton auf der 4. Heikki Kovalainen, der Ersatzmann. Fucking Kovalainen. Der fährt die Strecke zum ersten Mal. Und der ist gleich mal in den meisten Runden gefahren. 41 Runden. Er hat Bock gehabt. Sauber auch stark. Auf 6 und 7, ja. Was denkst du, bleibt der Gutierrez bei Dings, bei Sauber? Keine Ahnung. Super Antwort. Alonso mit 10. Natürlich wieder sowas von schlecht, ey. Ja, er ist so ein Lappen, ey. 12. Massa. Auch so ein Lappen. So ey, der wird dem Williams um Sieg kämpfen, ey. du weißt, dass die Autos so ähnlich so aus dem Jahr 1994 aussehen werden, also von der Schnauze her.
Ja, weil der Frontflügel muss tiefer gelegt werden. Die Nase muss nach unten schauen, ja. Es sind nicht nur Motorveränderungen, es verändert sich das ganze Aerodynamikpaket, ändert sich alles. Ändert sich komplett Dann alles. brauche ich Chromasters keinen Klassikmodus mehr reinbauen. Das ist ja schon was, das ist ja schon das Auto aus den 90ern, ne? Ja, Dann wäre schnell, brauche wenn ich. es einfach wäre, ey. Ja. Also Was wie, ist also wie. im Training jetzt passiert? Runden abgespult hier. So wie ich das hier sehe, da ist nicht einer Ah, ich habe gehört, rausgeflogen. dass eine rote Flagge rauskam, weil Hubschrauber. Oh! Warte, weil ein Putin über den USA geflogen ist und deswegen alles Blei am Glam gelegt wurde. Nicht ganz, nicht Ja, ganz. okay. Nicht ganz. Rote Flagge kam raus, weil ein Hubschrauber irgendwo rüberflog und. Pff, Ja, Putin. nein, war nicht der Putin, das war der Obama. Nee, das war Okay, die Merkel. kann ich mir auch vorstellen. Nee, hast du da irgendwie geflohen, der konnte nicht starten oder so. Keine Ahnung, er war mit auf der Strecke, aber ich hab's nicht gesehen. Und dann hat Button, ja, Button, Push the Button, hat während der roten Flagge ein Auto überholt. Er muss immer drei Plätze nach hinten im Rennen. Tja, schön. Und So. Guido auf der Wenn 20. jetzt diesen Nicht-Joke mit den Putin verstanden hat, der schreibt einen Kommentar dazu in die Kommentare bitte. Weil Wer ihn nicht einige werden. verstanden hat. Ich Nee, habe auch nicht verstanden. wer ihn verstanden hat, schreibt das mal in die Kommentare, warum ich gerade auf Putin komme und gerade Hubschrauber, Flugzone etc. und Co. Kannst du mir alles erzählen? Ja, kann ich dir gleich erzählen. Komm jetzt zur Mäuschens geliebten Tippspiel! Oh nö, ach fick dich. Ja, Bin ich. zwei Rennen gehen noch raus. Oh Das heißt, noch zweimal Gott. Tippspiel. Dann darf Muschel den Gewinner preisgeben. Also entweder ziehe ich ja ab oder Philipp zieht keinen ab. Ja. So, wer fängt an? Deine Mutter. Warte, ich kann sie kurz holen, kein Problem. Nicht reden. Nein, nicht all. Ein Mollantipper von uns. Okay, fett auf die Alten, nein. Erster tippe ich, Oh, er tippt als erstes, okay. Kevin Magnussen. Nee, Sebastian Vettel. Weiter tippe ich ein Esteban Gutierrez. Was? Ich tippe mich auf die 2. Hamilton war letztes Jahr dazu mit Hamilton auf die 2. So, dritter tippe ich den Marky Mark. Mark Webber auf der 4. Kein weiterer als Guido van der Garde. Nein, Spaß. Rosberg. Nico Rosberg. So, auf der 5 dann der Grosjean. Ja, wo bleibt die Ferrari? So, sechster, da tippen wir mal den. Tippen wir denn da hin? Lappenfahrer hier. Da tippen wir mal den Hülkenberg auf die 6. Ziemlich weit nach vorne, aber das kann der schaffen. Man hat es in den letzten Rennen gesehen. Das. Nico Hülkenberg. So, siebter ist denn, was war denn noch, ey, Kovalainen. Ich kann ja Kovalainen hinschreiben, wa? Ungewohnt, Heki Kovalainen. Schreib doch Raikkonen, wenn es dir besser passt. So, achter ist denn der Alonso. Ich weiß nicht, ob ich Massa nach vorne tippen soll noch. Kann nix. So, neunter Button. Irgendwie, ich weiß nicht. Massa schaltet ein Q2 schon aus. Wen haben wir noch nicht? Gute. Wir haben keinen Amerikaner in dieser scheiß Formel 1, ey. Mein Tipp, ey. Trotz. 1 Vettel, 2 Hamilton, 3 Webber, 4 Rosberg, 5 Grosjean, 6 Hülkenberg, Kovalainen, 8 Alonso, 9 Button, 10 Sutil. So, darf ich? Ja, bitte.
Kurz und schmerzlos. Vettel 1, Webber 2, Rosberg 3, 4. Hamilton, 5. Grosjean, 6. Kovalainen, 7. Nico Hülkenberg, 8. Massa, 9. Button, 10. Alonso, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann oder wir hören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau, danke, dass du es sagst. Das Gute ist, das Video kann scheiß drauf in der Nacht kommen. Das Qualifying ist um 19 Uhr. Ich glaube, wenn ACTV da richtig getippt hat, ich weiß nicht. Kann man was holen? Wetter.com? Wetter. Oh, nicht Pullus, du Affe. So, wir verabschieden uns, wenn ich dann das Wetter sucht. Austin. Oh, sind es. Der kommt irgendwie in Rage-Modus. Oh, 14,4 Grad. Ein Grad, achso. Morgen. Morgen dem... Oh, noch nicht Sonntag, du Affe. Samstag. Wann ist das Qualifying in Amerika? 19 Uhr. Alter, 14 30 Grad, Alter. Sag ich doch, Sonic. Alter, holy motherfucker. Ja, okay, in Deutschland haben wir 0 Grad draußen. In Texas ist es 30 Grad. Wir wissen, wo wir hinfliegen müssen morgen, also... Auf nach Texas. Howdy, Cowboy! In Brasilien wir pissen wie so. Egal. Gut, also das war's und dann sehen wir uns morgen zum Qualifying Review wieder. Ja. Und dann nicht mehr lange hin. Dann ist diese scheiß Saison endlich vorbei. Und für die nächste Saison macht dann muss ich dann einen extra Kanal, wo wir das dann auf dem extra Kanal auf beiden Kanälen ankündigen und ihr dann da schön fleißig abonnieren dürft. Aber dazu dann noch in einem extra Video nach der Saison. Also das war's. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.